Jetzt hier nochmal bei den Maschinenbefehlen aufsetzen. Sie haben es in den Grundlagen der Informatik im Wintersemester ja schon kennengelernt. Ich möchte hier heute nochmal auf das zusteuern, was denn jetzt als nächstes kommt. Da werden wir dann heute oder spätestens nächste Woche hin vorstoßen, nämlich die Befehle von in Anführungszeichen richtigen Prozessoren, richtigen Rechnerarchitekturen. Und das werden wir dann auch noch ein bisschen analysieren müssen. Wir wollen uns hier jetzt nochmal kurz diese Befehle anschauen. Ja, das ist auch vielleicht ein bisschen historische Herangehensweise, wie man das eben so früher gemacht hat. Da hat man sich überlegt, wir brauchen was zum Addieren. Und wir müssen subtrahieren. Und natürlich müssen wir irgendwie in den Speicher zugreifen, also was holen. Und wenn wir was berechnet haben, wieder was wegschreiben. Und dann brauchen wir noch so ein bisschen, vergleichen muss man und springen muss man. Und der Rest, so ein bisschen Bequemlichkeit braucht man auch noch, dass nicht alles so schwierig ist. Aber das kommt später. So, na, diese Instruktionen, die haben Sie beim letzten Mal schon gesehen. Wir haben auch gesehen, das ist ja im Wesentlichen dieses Bild hier. Wir haben auch gesehen, dass man Adressen da drin braucht. Aber darüber wollen wir ja gleich noch sprechen. Also, Befehle liegen im Speicher und das ist die Von-Neumann-Architektur. Und da werden sie hergeholt in den Prozessor und dann werden sie untersucht. Sie kommen ins Befehlsregister und da werden sie dann untersucht. Untersucht in Anführungszeichen dekodiert. Wir müssen also den Befehl und verknüpfen mit dem Status, in dem wir gerade sind, in dem unsere Maschine sich befindet. Über Status sagen wir dann auch gleich noch was. Und das gibt dann so eine Sequenz von Hardware-Kommandos, formulieren wir es mal so. Diese Steuerworte, die sind also, sagen wir mal, 1, 2, 3 viele, sind verknüpft mit den Befehlen. Jeder Befehl hat so eine Sequenz von Steuerworten. Und diese Steuerworte, die werden so wie sie sind, das hier sei zum Beispiel 1, an die Steuerleitungen der einzelnen Hardware-Einheiten angelegt. Da können wir zum Beispiel sagen, indem wir hier irgendein Bit setzen, ALU auf Addieren schalten oder ALU auf XOR schalten. Oder wir können sagen, das Instruktionsadressregister soll auf den Bus gelegt werden und das Speicheradressregister soll das lesen, was am Bus gerade anliegt. Also, das hier sind Steuerkommandos für Flipflops, beziehungsweise für die Bustreiber, die der Herr Gommlich ja letzte Stunde dann auch erklärt hat. Also diese Bustreiberschaltung mit den zwei Transistoren, die wir da gesehen haben, die den Bus kontrollieren. Die kontrollieren, ob wir den Bus treiben oder nicht, also dafür sorgen, dass das Bit, was wir gerade auf den Bus legen wollen, dass es wirklich den Bus beeinflusst. Natürlich muss dafür gesorgt werden, das müssen auch die Steuerwörter machen, dass nur ein einziges Flipflop dieses Bit am Bus treibt. Nur ein einziges. Wenn man es zwei treiben würde, würde einer von den beiden Treibern ja auch kaputt gehen. Also auf dieser Ebene könnten wir sogar wirklich Hardware kaputt machen. Wir müssen bloß zwei Registern sagen, sie sollen den Bus treiben und schon haben wir es geschafft. Auf diese Ebene kommt man als normaler Programmierer natürlich nicht. Es gibt Maschinen, bei denen diese Mikrobefehle ladbar sind. Ja, Befehle können also aus mehreren solchen Steuereinheiten bestehen und im Status hier oben steht drin, welches von diesen Steuerworten vom Befehl, von einem konkreten Befehl, der jetzt dran ist. Man nennt das auch manchmal Mikrobefehle und es hat Maschinen gegeben, ich weiß nicht, ob noch welche unterwegs sind, bei denen man wirklich diese Mikrobefehlsequenzen laden konnte, sodass man sozusagen eine andere Maschinenarchitektur in dieser Maschine erzeugen konnte. Unsere MIMA, Sie kennen es ja schon, Sie haben es ja auch im Simulator gesehen, hat also Speicher, hat ein Register, ein Akkumulatorregister,
Und das ist sicher was, wo man was dran tun muss, wenn man eine schnellere Maschine konstruiert. Wir werden sie dann auch sehen, wenn wir uns konkrete Architekturen anschauen. Die haben da auch mehr Register. Dann hat es eine ALU, auch davon kann man mehrere haben eventuell. Wir stellen uns jetzt mal vor, wir haben nur eine einzige ALU und die kann sowas wie AD, AND, OR, XOR und solche Sachen. Und dann haben wir hier noch so ein paar Bits, die den Status repräsentieren, das Transfer-Bit, über das wir noch sprechen, das Run-Bit und den Reset. Und die MIMA, die wir uns da so ausgedacht haben, über die Jahre, also das als junger Assistent und ein Kollege von mir, haben wir das mit unserem Doktorvater, dem Peter Schultes, zusammen entworfen, diese Maschine. Die ist auch in anderen Universitäten benutzt worden, auf jeden Fall in Karlsruhe, auf jeden Fall in Augsburg, auf jeden Fall in Ulm und vielleicht noch ein paar andere Ecken. Wahrscheinlich in Deutschland, vielleicht auch irgendwo noch im Ausland, aber das weiß ich nicht. Ja, also ein paar Instruktionen und natürlich sind das die Instruktionen, die man sich so vorstellt. Wir brauchen ein Addieren. Und weil wir hier auf dieser Liste zunächst kein Subtrahieren finden, müssen wir nicht nur addieren, sondern wir brauchen auch das Not und dann ein Einser addieren, sodass wir dann subtrahieren können, damit wir das Basiskomplement bilden können. Ja, wir wollen rotieren nach rechts, weil wir multiplizieren können wollen, multiplizieren. Und dann gibt es hier noch das AND und das OR und das XOR und das Equal. Die kriegen wir aber fast geschenkt, wenn wir addieren können in unserem Addierwerk. Da muss man eben bloß AND und OR und XOR sind sowieso einfacher. Und auch dieses bitweise Vergleichen ist einfacher. Ja, wir wollen laden, wir wollen speichern können und wir wollen Konstanten laden können. Bei einer Konstanten, da steht das, was wir laden wollen, hinten im Befehl drin. Bei den anderen Befehlen hier, die sind da, addieren und so weiter und auch laden und speichern, steht hinten im Befehl die Adresse drin. Aus der Länge unserer Befehlsworte, die sind 32-Bit-Architektur, folgt natürlich auch unmittelbar, dass wir hier um den Befehl zu kodieren, brauchen wir ein paar Bit, dann bleibt nur noch ein Teil von den 32 Bit übrig für die Adresse. Wir können also wahrscheinlich keine 2 hoch 32 Bytes adressieren, sondern es wird wohl weniger sein. Direkt in den Befehlen. Wir können uns aber vielleicht auch irgendwann nochmal einen speicherindirekten Befehl basteln. Mal sehen. Ja, für den Kontrollfluss haben wir noch Sprungbefehle, den normalen spring jetzt einfach mal im Speicher hier hin oder spring, wenn der Akkumulator negativ ist. Und dann gibt es noch den Halt, dass die Maschine einfach stehen bleibt. Wenn das hier mit dem entsprechenden LED verknüpft ist, die dann ausgeht, können wir von außen sogar sehen, dass die Maschine stehen geblieben ist. Hier unten auf dieses Kapitel Restart, da komme ich dann nochmal. Ich glaube, das haben wir auch nicht mehr so intensiv in dem in den Vorlesungen Grundlagen der Informatik gemacht, wie die Maschine bootet, aber ich komme einfach nochmal dran vorbei. Ja, das Befehlsformat, das Basisbefehlsformat, das hat 4 Bit hier vorne, bleiben also nur noch 28 Bit übrig. Diese 28 Bit benutzen wir als Adresse. 2.28, Sie können es mal geschwind nachrechnen, das sind 256 Megabyte. Nicht gerade richtig üppig für heutige Standards, aber also so viel wie so ein Tablet vor 3 Jahren oder so ähnlich. Als RAM können wir da adressieren und hier sehen Sie die Codierung. Wenn also hier vorne eine 0 drin steht, ist es ein ADD-Befehl
und wir hier vorne in den ersten vier Bitten eine 5 drin steht, es ist ein STV-Befehl. Dann haben wir A bis E noch für den Future Use, also wenn man sich eine Subinstruktion oder eine Mullinstruktion ausdenkt, dann hier an dieser Stelle können wir die einsetzen, also zum Beispiel A das Sub oder B das Mull. Jetzt könnten wir hier vorne, weil es nur 4 Bits sind, natürlich nur 16 Befehle insgesamt haben. Das ist jetzt ein bisschen wenig. Deshalb reservieren wir uns eines von diesen 16 Codes, den FF, das ist irgendwie so die typische Wahl, um so ein erweitertes Format zu bilden. Also wenn hier die ersten 4 Bits auf F stehen, den dezimalen Wert 15 haben, dann interpretieren wir die nächsten 4 Bit, die da kommen, das nächste Nibble, als weitere Opcodes. Und dann könnten wir zum Beispiel hier den F0 als Halt definieren, den F1 als Not und den F2 als das Ra. Und dann haben wir hier noch ein paar übrig. Also insgesamt kann diese Maschine dann 31 Befehle haben und das reicht auch dicke für eine einfache Architektur. Tatsächlich würde das hier oben mit den paar hier schon reichen, wenn wir wirklich wollen. Also hier 8-Bit Opcode und 24-Bit Parameter. Na, hier haben wir sowieso keine Parameter bei den dreien, aber wenn wir uns noch was ausdenken, könnten wir da noch was einbauen. Der Ladekonstante ist hier oben, damit wir möglichst große Bitkonstanten laden können. Wir kommen aber später in der Vorlesung noch an einer Ecke vorbei, wo so eine quantitative Analyse gemacht wird, wie groß Konstanten eigentlich sein müssen. Und da kommt dann auch raus, dass es auch der Ladekonstante auch hier drin reinpassen würde, denn so große Konstanten kommen gar nicht so häufig vor in einem Programm, in einem echten Programm. Ja, hier, das habe ich auch schon in den Grundlagen der Informatik erzählt, Assembler programmieren, Schnelldurchgang. Wir haben hier oben ein bisschen C, triviales C. Und hier könnte man, triviales C. Und hier, das würde dann der Compiler erzeugen aus diesem Code da oben. Hier muss man sich das X besorgen, ne? Oder einen Assembler-Programmierer besorgen. Assembler-Programmieren macht übrigens Spaß. Ich habe es in der Vergangenheit auch schon gerne mal gemacht. Wir würden also uns hier das X besorgen aus dem Speicher und hier hinten muss dann eben die Adresse von dem X im Speicher stehen. Das ist der Teil, wo das Assembler-Programmieren ein bisschen mehr Arbeit macht als sowas wie C-Programmieren hier oben, weil wir eben uns um Adressen, um den Speicherplatz beschaffen und das Manipulieren von den Adressen ein bisschen selber kümmern müssen. Ein guter Assembler nimmt einem da eigentlich auch als das Programm, was assembliert, wenn man sowas da schreibt, das ab. Wenn man das hier per Hand schreiben muss, dann ist das, also Object Code programmieren muss, dann ist das Leben schon etwas härter. Hier steht also dann der hier vorne in den vordersten 4 Bit der Opcode für das Ladevariable und dann kommt hier in diesem Teil die Adresse und wenn das, was geladen worden ist, negativ ist, dann wird gesprungen. Hier springen wir dann hierhin, falls x kleiner als 0 ist, dann wollen wir eben die 1 ausdrucken, dann springen wir hier an diese Stelle und deshalb steht hier Jump, negative und dann die Adresse F und das ist hier laden wir den Buchstaben 1, man beachte den ASCII-Code für den Buchstaben 1 mit dem Ladekonstante, das ist eine typische Ladekonstante-Instruktion und hier schreiben wir das irgendwo in den Speicher STV an irgendeine Adresse, die dann bewirkt, dass es zum Beispiel auf dem Drucker oder auf dem Bildschirm rauskommt. Das mit irgendeiner Adresse schreiben, das ist in unserem modernen Computer natürlich auch so. Wir sprechen gleich noch über eine Ausgabe. Man schreibt an einen speziellen Speicherplatz.
Das ist aber gar kein Rahmen, wo man da hinschreibt, sondern das ist tatsächlich so ein Ausgaberaum, hinter dem sich Hardware versteckt. Ein Teil des Adressraumes, hinter dem aber in Wirklichkeit Hardware steckt. Darüber müssen wir dann noch ein bisschen sprechen. Ja, und dann, nachdem wir das geschrieben haben, springen wir hier unten hin, um Feierabend zu machen. Hier ist der Pfeil vergessen. Die Pfeile müssen sowieso noch ein bisschen besser werden. Und hier steckt der Else-File, also eigentlich genau dasselbe, bloß ein Zweier an diese Adresse schreiben. IO-Raum, ja, das beginnt hier bei C und die C8 steht für die 200. Wir haben jetzt hier nicht noch mehr Variablen, aber Sie haben ja selber schon in den Grundlagen der Informatik ein wenig NIMA programmiert. Das nochmal die Gesamtarchitektur. Was mir wichtig hier an dieser Zeichnung ist, ist, der Bus verbindet die Funktionseinheiten. Die Steuerbefehle sagen diesen Funktionseinheiten, sie sollen das, was in einem Register steht, auf den Bus legen bzw. vom Bus lesen. Hier unten, das ist der wichtige Teil, der Registertransfer. Quellregister an den Bus anlegen und Zielregister soll das, was auf dem Bus steht, übernehmen. Man muss denen natürlich ein bisschen Zeit geben, also solche Quellregister treiben den Bus, das dauert ein paar Pikosekunden oder so, bis der Bus wirklich den richtigen Wert angenommen hat. Und dann soll das Zielregister übernehmen. Das kann man zum Beispiel mit entsprechend flankengesteuerten Flipflops machen, ne? Die also auf die fallende Taktflanke und auf die steigende Flanken reagieren. Ne? Damit man das früh im Zyklus oder spät im Zyklus hinkriegt. Ja, also diese roten Steuersignale, die kommen hier aus der Ablaufsteuerung und sagen unseren gelben Registerchen, dass sie was auf dem Bus legen sollen oder vom Bus lesen sollen. Und die ALU, die hat auch solche Steuerleitungen, da sagen wir dann, du addierst jetzt oder du machst das logisch und. Oder berechnest das not, naja, einfach invertieren. Also hier in der ALU verstecken wir eine ganze Menge an logischen Funktionen. Die ALU ist sozusagen unsere Abstraktion für logische Funktionen und für die Rechenfunktionen. Aber wie wir sowas implementieren, also wie wir 32 Inverter implementieren, haben wir gesehen, und wie wir es addieren hinkriegen, mit so einer Addierschaltung, haben wir ja auch gesehen. Also, dass die ALU das kann, das können wir uns gut vorstellen. Wir wissen, wie wir das konstruieren müssen und deshalb, naja, da ist jetzt nur noch geschäftige Arbeit und keine besondere Genialität mehr, um die Rechenfunktionen, die wir brauchen, zumindest einigermaßen ordentlich zu implementieren. Damit es richtig schnell wird, kann man da auch noch ein paar Ideen investieren. Aber das wollen wir jetzt nicht betrachten. Was wir noch betrachten wollen, jetzt als nächstes, ist diese Ablaufsteuerung. Zu welchem Zeitpunkt wir hier welche Signale auf den Bus legen. Und jetzt kommen wir, Ablauf der Instruktionen, mal zu schon so einer Zweiteilung von den Befehlen in zwei Arbeitsbereiche. Der erste Arbeitsbereich ist, wir müssen den Befehl überhaupt aus dem Speicher holen. Befehle liegen in solchen von Neumann-Maschinen im Speicher. Also müssen wir dem Speicher sagen, gib mir bitte den Befehl, der da und da im Speicher steht. Und dann braucht er eine Weile. Und dann kriegen wir den Befehl. Und den müssen wir in einem speziellen Register ablegen, diesen Befehl. Das ist der, das wir dann interpretieren in dem nächsten Zyklus. Also erst holen und dann interpretieren. Unsere MIMA ist so gebaut, dass sie holt, ausführt und dann holt sie den nächsten und führt den nächsten aus und dann holt sie den übernächsten und führt den übernächsten aus. Man kann das eventuell auch überlappend machen, dass man also, wenn man den hier geholt hat und ausführt, schon mal den nächsten holt, in so einem Pipeline-Modus. Das werden wir uns auch noch separat anschauen müssen.
auskommt, nächste Woche oder so, hoffe ich. Oder übernächste Woche. In diesem Steuerwerk gibt es zu diesen großen Bereichen Fetch und Execute nochmal Unterzyklen, Mikrozyklen. Und wir stellen uns jetzt erstmal vor, in jedem von diesen Mikrozyklen wird so ein Steuerwort, wie wir es eben besprochen haben, an die Steuerleitung angelegt, um all diese gelben Kästchen und den Pink-Kasten hier zum Arbeiten zu bewegen. Oder eventuell auch hier unten den Speicher zum Arbeiten zu bewegen. Also in jedem Mikrozyklus werden Steuerimpulse, hier steht Unterzyklus dafür, werden Steuerworte an diese Steuerleitung angelegt. Also in jedem von diesen Unterzyklen wird ein kleiner Teil von so einem Befehl ausgeführt. Wir haben also wieder Informatikertechnik, etwas, eine abstrakte Leistung wie addiere das, was an dieser Stelle im Speicher steht, zu dem, was im Register steht, haben wir wieder in kleinere Teile aufgebrochen, um die wir uns jetzt einzeln kümmern. Das sind jetzt hier zunächst 5 Unterzyklen für den Fetch und 7 Unterzyklen für den Execute. Also in 12 einzelnen Schritten kümmern wir uns um die einzelnen Dinge, die man tun muss, um so einen Befehl auszuführen. Jedes einzelne von den Dingen muss natürlich wieder entsprechend einfacher sein. Und das werden wir gleich sehen. Auf dieser Registertransferebene ist es dann tatsächlich einfach genug, dass es von Hardware direkt ausgeführt werden kann. Von den Flipflops direkt ausgeführt werden kann. Von einem Addierer direkt ausgeführt werden kann. Und deshalb habe ich hier diesen Ablauf der Steuerimpulse auf der Registertransferebene einzeln aufgeschrieben. Wir haben das schon in Grundlagen der Informatik gemacht, wir machen es jetzt nochmal und wir werden dann sehen, wie wir das in einer anderen Form, in einer anderen Abstraktion wiederfinden in einer richtigen Rechenarchitektur. Also, dieser Befehl Ladevariable, der besteht erstmal, und tatsächlich sieht das hier sogar komplizierter aus diesem Fetch-Zyklus und dann aus dem Execute-Teil. Und wenn man hier so hinguckt, das Execute sieht fast einfacher aus als das Fetch. Das kommt, weil wir im Execute auch hier tatsächlich ein bisschen mehr machen müssen. Im Fetch ein bisschen mehr machen müssen als im Execute. Ich habe gesagt, Fetch holt den Befehl. Also müssen wir mal herausfinden, was soll geholt werden. Wir nehmen also das Instruktionsadressregister oder besser, wir zünden die Steuerleitung, die dem Instruktionsadressregister sagt, treib den Bus mit deinem Inhalt. Zwing dem Bus deine Bit-Kombination auf, Bit für Bit. Wir sagen also dem Instruktionsadressregister mit so einer Steuerleitung, dem hier, zwing deinen Inhalt auf den Bus, auf die 32 Bit hier. Und wir sagen dem Speicheradressregister, das hier, nimm bitte das, was auf dem Bus liegt. Auf die Weise haben wir das Instruktionsadressregister ins Speicheradressregister geschafft. Transportiert. Transfer. Register, Transfer. Hier oben steht es nochmal. Und aus irgendeinem Grunde, der gleich klar wird, schaffen wir das Instruktionsadressregister auch noch hier in das eine Eingangsregister der ALU rein. So, um die Instruktion zu holen, die wir haben wollen, die wir jetzt interpretieren wollen, müssen wir dem Speicher sagen, bitte lesen. Und weil der Speicher langsamer ist als unsere Register und unsere ALU, müssen wir sogar dreimal warten. Hier in dem Zyklus 2 müssen wir auf den Speicher warten, im Zyklus 3 müssen wir auf den Speicher warten, im Zyklus 4 müssen wir auf den Speicher warten. Erst im Zyklus 5 steht im Speicherinhaltsregister das, was wir hier im Speicher aus dem Speicher haben wollen. Nämlich das, worauf das Instruktionsadressregister gezeigt hat. Das Instruktionsadressregister ist ein Pointer in unserem Programm. Wird auch manchmal PC oder Program Counter genannt.
Ja, wenn das im Speicherinhaltsregister steht, dann können wir es über den Bus ins Instruktionsregister schaffen. Wir sagen also im Speicherinhaltsregister hier unten bei 5, zwing deinen Inhalt dem Bus auf und im Instruktionsregister sagen wir, was immer jetzt auf dem Bus liegt, abholen. Jetzt haben wir den Registertransfer vom Speicher ins Instruktionsregister gemacht. Man beachte auch noch, dass nur einer den Bus treiben kann und darf. Sonst entsteht Durcheinander. Einerseits bei irgendwelchen wilden Bit-Kombinationen, die da liegen, die nichts Sinnvolles bedeuten. Und zweitens, weil wir auch die Bustreiber kaputt machen würden. Denn da findet wirklich dann ein Kampf statt, wer denn stärker ist. So, in dieser Zeit, warten auf Speicher, warten auf Speicher, warten auf Speicher, da ist uns langweilig. Und das benutzen wir jetzt zum Parallelisieren. Man könnte auch einfach sagen, naja, weil wir da nichts anderes zu tun haben, können wir auch noch was machen oder was suchen, was wir machen können. Aber eigentlich ist das schon parallele Verarbeitung. Denn während der hier liest, zählen wir das Instruktionsadressregister 1 hoch, damit wir beim nächsten Fetch auch den nächsten Befehl kriegen können. Während der hier liest, transportieren wir also den 1er, das steht hier auch in einem Register, wir haben so ein Spezialregister, da stecken wir eine 1 rein. Dem sagen wir, treib mal den Bus. Und im Y-Register sagen wir, nimm doch mal bitte das, was auf dem Bus ist und schreib es in dich rein. Jetzt haben wir hier den Inhalt vom Instruktionsadressregister, von der Instruktion, die Adresse von der Instruktion, die wir gerade holen. Dann hier haben wir eine 1 drin stehen und die beiden addieren wir jetzt. Alu auf Addieren schalten, in dem nächsten Zyklus, die Alu braucht auch ein bisschen, nicht so lange wie der Speicher, aber die braucht einen Wartetakt zwischendrin. Da warten wir jetzt eben auf die Alu und auf den Speicher. Nach diesem einen Takt, dann nach drittens, in viertens können wir also das Resultat von unserer Addition, Instruktionsadressregister plus 1, abholen in dem Z und Instruktionsadressregister reinschreiben. Jetzt haben wir das 1 raufgezählt und das Instruktionsadressregister zeigt jetzt schon mal auf den nächsten Befehl. Hier haben wir also tatsächlich etwas Parallelität hingekriegt. Selbst in unserer super einfachen Architektur. Wenn wir das nicht machen würden, wäre der Fetch-Zyklus hier entsprechend 8 Takte lang, ne? Wenn wir sequenziell vorgehen würden. So, jetzt müssen wir noch den Execute machen. Dann nehmen wir die hinteren Bits im Instruktionsregister, also die hinteren 28, die vorderen 4, ist ja keine Adresse, sondern das ist der Opcode. Also den Opcode brauchen wir nicht, aber die restlichen, die hinteren 28 Bit, die schreiben wir ins Speicheradressregister. Ich sage das jetzt schon so salopp, schreiben wir ins Speicheradressregister. Natürlich sagen wir dem Instruktionsregister Bus treiben, dem Speicheradressregister Bus lesen. Und dann warten wir, sagen wir dem Speicher, es muss noch gelesen werden. Und dann warten wir hier 3 Takte auf den Speicher. Und dann können wir das Speicherinhaltsregister in den Akku schaffen. Und hier hinten bei 11 und 12 ist gar nichts zu machen. Dieses gar nichts zu machen, naja, wir könnten das dann vielleicht auch weglassen, aber dann wäre unsere Steuerlogik von der MIMA ein bisschen komplizierter. Also lassen wir es erstmal drin. Wir sind ja noch nicht so richtig an Geschwindigkeit interessiert, obwohl wir es uns hier nicht verkneifen konnten, ein wenig parallel vorzugehen. Und hier habe ich noch den Addiere-Befehl. Und da ist jetzt der Fetch-Zyklus derselbe. Wieder benutzen von was wir schon gemacht haben. Das ist ja auch was die Informatiker lieben. Etwas, was wir schon kennen, nochmal verwenden. Jetzt müssen wir bloß noch das Addieren hinkriegen. Also wieder Instruktionsregister, die hinteren 28 Bit, weil da die Adresse vom Operanden steht, ins Speicheradressregister. Während der Speicher fleißig am Lesen ist und 1, 2, 3 Takte braucht,
Wenn wir hier also auf den Speicher warten, schaffen wir schon mal den anderen Operanden von der Addition, also den Akku ins X-Register. Dann kommt, nachdem der Speicher endlich fertig ist, der Speicherinhaltsregister ins Y. Wir sagen der ALU addieren, jetzt macht die. Wir warten noch auf die ALU, dann kommt das Z in den Akkumulator. Das Resultat in den Akkumulator, das ist die Addition fertig. Mann, ne, was auch noch irgendwie hier ganz interessant ist, das Ladevariable ist gar nicht so unterschiedlich zu dem Addieren. Also, wir können hier Befehle aus den anderen erzeugen. Diese Mikroprogramme, die unterscheiden sich immer nur ein bisschen. Also wenn wir jetzt hier einen AND haben wollten, AND A oder einen XOR A, würden wir eben hier sagen, hier ALU auf XOR schalten. Und beim NOT-Befehl würden wir es aus dem Speicher holen und oder den Akku nehmen, Entschuldigung, dann nehmen wir den Akku, schaffen das, nachdem wir den Befehl wieder geholt haben, schaffen wir den Akkumulator ins X-Register von der ALU und sagen, negieren, invertieren. Und nach einem Zyklus holen wir das ab aus der ALU und schaffen es wieder in den Akkumulator. Also alles ziemlich einfach. Und aus den anderen Befehlen zu erzeugen, ohne große Arbeit. Wenn man den hier erstmal verstanden hat, na, dann hat man auch den Rest kapiert. Dann ist es gar nicht mehr so schwer, sowas zu machen. Und das ist auch schon der schwerste Befehl, den wir in der MIMA haben, vorläufig. Und jetzt kommen wir noch zu den Sprüngen. Und die Sprünge stellen sich als was ganz furchtbar Einfaches heraus. Was wollen wir machen? Der Jump Negative. Wir wollen hier an die Adresse springen und die Adresse steht hinten im Befehl drin. Jump Negative bedeutet, dass das oberste Bit im Akkumulator ist ein 1er. Wir nehmen eine Zahl, invertieren die, jedes Bit umklappen, hat hier noch ein 1er drauf und wie wir vorher schon bei der Zahlerstellung gesehen haben, so ganz am Anfang von der Vorlesung im April, wenn das vorderste Bit von einer Zahl, die mag im Speicher stehen, die kann in unserem Akku stehen, wenn das ein 1er ist, dann ist die Zahl negativ. Wir müssen also springen, wenn das oberste Bit im Akkumulator eine 1 ist und wenn nicht, dann machen wir einfach mit der nächsten Adresse weiter. Hier ist wieder der Fetch-Zyklus und jetzt schauen wir den Akku an, also hier wird der Befehl geholt. Jetzt weiß die Ablaufsteuerung, aha, es ist ein Jump Negative. Jetzt guckst du mal das vorderste Bit im Akku an. Falls das vorderste Bit im Akkumulator 1 ist, sagen wir dem Instruktionsregister bitte Bus treiben und dem Instruktionsadressregister bitte Bus lesen. Und falls das vorderste Bit vom Akkumulator 0 ist, machen wir gar nichts. Und in den Zyklen 7 bis 12 machen wir auch nichts. Springen ist also einer der einfachsten Befehle. Und wenn wir hier nicht den Jump Negative haben, sondern nur den Jump, dann steht hier bei 6. Instruktionsregister nach Instruktionsadressregister und fertig. Springen ist tatsächlich ganz furchtbar einfach. Was gibt es sonst noch Interessantes? Naja, wir kommen gleich noch dran vorbei. Das Speichern und das Laden aus diesem I.O.-Bereich, das müssen wir noch diskutieren. Oh, ich gehe nochmal zurück zu den Befehlen. Was gibt es hier noch Interessantes? Na, wenn wir das add können, dann können wir auch das hier. Wenn wir das hier können, dann können wir auch das hier, dann müssen wir bloß dem Speicher sagen, er soll speichern und nicht laden. Und wir müssen noch das Speicherinhaltsregister vor dem Vorgang, vor der Arbeit des Speichers besetzen. Auch einfach. Ladekonstante, naja, das können wir uns auch schon vorstellen, da kommt das Instruktionsregister, der hintere Teil vom Instruktionsregister in den Akkumulator rein. So ähnlich wie beim Springen. Hier unten, die haben wir auch schon erledigt. Und das Halt, na, da muss man nur noch dieses eine das Run-Bit auf 0 setzen, dann sind wir auch schon fertig. Also,
Da ist einfach kein Geheimnis. Ich hoffe, Sie stimmen mir zu, dass man diesen Teil, nach dem, was ich bisher diskutiert habe, dass man den, ja, mit dem, was wir wissen, jetzt schon basteln könnten. Der würde vielleicht nicht besonders schnell sein. Und am Anfang würden wir ihn sogar relativ langsam bauen, nur damit wir sicher sind, dass es auch funktioniert. Ich meine, Takt hochdrehen können wir immer noch. Interessant wird es erst, wenn es um solche zeitlichen Abläufe geht, das Timing. Ist das Resultat schon da oder noch nicht? Ja, diese Sache mit, naja, ist die Alu, wir warten ja einen Takt auf die Alu. Da muss die Alu schnell genug sein, in einem Takt das Resultat liefern zu können. Wenn wir den Takt lang genug machen, ist das kein Problem. Wenn wir die Taktrate hochdrehen, die einzelnen Takte kürzer sind, wird es vielleicht irgendwann zu kurz für unsere Alu. Ja, die Übertakter von Ihnen, die wissen das auch. Ne? Wenn man zu Hause einfach mal die Taktrate von seinem PC, ja, BIOS-Screen aufmachen, Taktrate verdoppeln, und dann klappt das gerade eben nicht mehr. Weil dann nämlich die Zeit, weil ein Takt zu kurz ist und sowas wie die Addition wird nicht mehr fertig oder der Transfer von A nach B wird nicht mehr fertig in dieser Zeit. Vom Impuls treibt den Bus bis zum, jetzt kannst du den Bus lesen, übernehmen. Wenn die Zeit zu kurz ist, ist der Bus noch nicht sauber getrieben, die Bits liegen noch nicht richtig an und wir lesen das Falsche vom Bus beim Empfänger. Also einfach schneller machen geht nur eingeschränkt. Und die Zeiten da, also jetzt ist das da und jetzt müssen die, ja, sich die Elektronen tatsächlich durch die Leitung bewegen, Lichtgeschwindigkeit oder Ausbreitungsgeschwindigkeit 220.000 Kilometer pro Sekunde, hört sich viel an, ist aber überhaupt nicht mehr lang, wenn wir an Pikosekunden denken. Also das ist jetzt noch der trickreiche Teil und das ist das, womit sich die Ingenieure bei den Prozessorherstellern so rumschlagen. Sind denn meine Signale schon schnell genug am Ziel? Und heutzutage auch noch, je schneller ich die, je höher die Spannungsniveaus sind, die ich erzielen will, also der Unterschied zwischen 0 und 1, desto mehr Energie muss man reinstecken. Und wenn ich die Flanken schön steil haben will, muss ich mehr Energie reinstecken. Also habe ich so ein Trade-off zwischen Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit beziehungsweise Energie. Und die Energie, die ich da reinstecke, ist ja auch kritisch. Einerseits muss ich sie abführen, Lüfter, Wasserkühlung und so weiter, und andererseits saugen die mir die Batterie leer von meinen mobilen Geräten. Ja, das Erste, was ein Übertakter macht mit seinem PC, ist ordentlich kühlen, vielleicht eine Wasserkühlung einbauen oder sowas, um die ganze Energie wieder wegzukriegen. Denn er macht ja die Zeiten kürzer und deshalb wird mehr Energie eingesetzt, um die Flanken schön steil zu kriegen und so weiter. Also, da gibt es jede Menge Trade-offs und der Clou beim Design oder bei der Implementierung, sagen wir lieber, von sowas ist, dass man die Komponenten auch schön eng zusammenlegt, dass der Weg nicht so weit ist, denn wenn der Weg weiter ist, dann sind die Elektronen eben noch nicht am Ziel angekommen, wenn man sie braucht. Jetzt wieder zurück zum Butter und Brot der MIMA. Irgendwie muss die MIMA mal anfangen. Strom wird eingeschaltet und wir müssen, oder man drückt auf die Reset-Taste, ich meine, das macht man ja häufig als Computerbenutzer, mal irgendwo auf ein Reset zu drücken oder Strom wegnehmen und Strom wieder einschalten. Wenn die Dinge abgestürzt sind. Wenn man sich es recht überlegt, passiert das sogar recht häufig. Ja, also Strom einschalten oder Reset-Taste drücken, was passiert bei unserer MIMA? Da gibt es der Preset-Eingang von den Flip-Flops sorgt dafür, dass
das Instruktionsadressregister komplett auf 0 gesetzt wird, dass eine 0 in dieses Transferbit kommt und hier der, also das macht man mit dem Clear-Eingang von den Registern und das hier macht man mit dem Preset-Eingang von den Registern, dass das RAN-Bit auf 1 gesetzt wird. Nach dem Einschalten wird also die Instruktion, die im Speicher an der Adresse 0 steht, ausgeführt. Und jetzt ist es die Aufgabe des BIOS- bzw. Betriebssystemprogrammierers, dafür zu sorgen, dass, der richtige Befehl da liegt, bei der Adresse 0. Und wenn Sie Ihren PC zu Hause einschalten, dann ist der Speicher so konfiguriert, dass da vorne der Bootloader steht. Der Bootloader, der Urlader, da muss eben dann bei der Adresse 0 ein Stück Programm stehen, das irgendwo auf der Peripherie, zum Beispiel auf der Festplatte, das Betriebssystem lädt. Oder den Betriebssystemlader lädt. Und wenn Sie mehrere Betriebssysteme auf Ihrer Festplatte installiert haben, einen Linux und meinetwegen einen Windows, dann muss zunächst mal der Bootlader, der Grub oder sonst was geladen werden, der Ihnen die Möglichkeit gibt, zwischen den Betriebssystemen auszuwählen. Sonst geht es jetzt automatisch ins Linux oder ins macOS oder ins Windows hinein. Und das geht so, dass man von der Festplatte, also da gibt es hier so einen Urlader und der liest ein Programm von einem bestimmten Gerät in den Speicher. Und wenn es dann im Speicher liegt, dieses Programm, kann man es anspringen und ausführen. Bei dem Bootprozess von sowas wie dem Linux oder dem Windows ist es also so, dass der Urlader, also der Loader, der Betriebssystem-Loader oder das Betriebssystem-Auswahlprogramm, sowas wie der Grub, dass die von der Festplatte geholt werden. Die stehen dann in der allerersten Partition drin auf der Festplatte und ausgeführt werden. Und der fragt dann, welches Betriebssystem hättest du gerne? Und dann geht dieser Urlader, dieser Betriebssystemlader dann in die entsprechende Partition von der Festplatte und lädt da wieder einen Lader und der installiert dann das Betriebssystem im Speicher und das wird dann angesprungen. Also es ist so ein mehrstufiger Ladeprozess. Liest ein Programm von einem bestimmten Gerät in den Speicher und hier steht Beginn mit dessen Ausführung heißt Jump. Und weil ich weiß, wohin ich das Programm geladen habe, weiß ich auch, wohin ich springen muss. Und so werden dann Daten, ich lese das Betriebssystem als Daten von der Festplatte, in dem Augenblick, wo ich es anspringe, wird es zu Befehlen. Es sind vorher schon Befehle, aber ich behandle sie noch wie Daten. Das ist eigentlich eine interessante Folge dieser von Neumann-Architektur, dass ich alles, was im Speicher steht, als Daten behandeln kann oder als Befehl behandeln kann. Und ein Compiler, der behandelt Ihr Programm, Ihr C-Programm als Daten, erzeugt Daten, Object Code. Und danach kann man diesen Object Code anspringen, einfach hinspringen. Und dann ist es plötzlich Programm. Und diesen Mechanismus, den benutzen wir natürlich auch am Anfang beim Start. Früher hatten die Computer vorne dran für jedes Bit in ihren Registern auch noch eine kleine LED und so einzelne Schalter, mit denen man die setzen konnte. Ich habe auch mal an so einem Computer gearbeitet, das war so eine PDP-11 und da gab es diese dicken, großen Schalter außen dran, mit denen man sogar Adressen eingeben konnte. Und dann konnte man so eine Randtaste drücken und dann ist es von der Adresse aus weitergegangen. Und man konnte das auch im Einzelschrittmodus betreiben, diese Maschine, und konnte dann jede Instruktion, das Resultat von jeder Instruktion an den LEDs von den Registern, die da angezeigt wurden, auch anschauen. Das war irgendwie noch ganz witzig. Heutzutage haben wir andere Tools, Debugger, um uns Register anzuschauen.
Jetzt möchte ich noch über die Ein-Ausgabe hier sprechen. Die Ein-Ausgabe von unserer Mima, die haben wir, ja, die war früher mal so mit I.O.-Befehlen, so wie es das zu der Zeit gab. Heutzutage in unserer jetzigen Mima ist die Memory Mapped. Memory Mapped bedeutet, dass die Geräte, zum Beispiel die Grafikkarte, oder der Druckeranschluss, oder die Tastatur, oder die Maus, als Register im Speicher liegen. Und dass wir im Adressraum liegen. Und dass wir die adressieren können, ansprechen können, indem wir die richtige Adresse benutzen. Und man macht das in der Regel so, dass man seinen Adressraum aufteilt in echten Speicher, RAM, und hier oben ein Teil für die Ein-Ausgabe. Und hier hinten dran hängen dann sozusagen Register. Da hängt unsere Hardware. Und zum Beispiel hier unser Mäusli mit den beiden Knöpfchen drauf. So. Naja, eine etwas naive Zeichnung von einer Maus. Ich hoffe, Sie können es sich vorstellen. Ich hätte vielleicht eine Tastatur zeichnen sollen, das ist irgendwie klarer. Das ist übrigens der Grund, warum auf einem 32-Bit-Rechner, ne, 2 hoch 32, 4 Milliarden, ich gehe los und kaufe mir 4 GB Speicher, stecke es rein in meinen Computer, freue mich, jetzt habe ich 4 GB und dann sagt mir das blöde Betriebssystem, dass ich nur 3,7 GB habe oder sowas ähnliches. Der Grund für endlosen Ärger. Und wenn ich mir 8 GB kaufe, dann geht es sowieso nicht. Habe ich auch nur 3,7 GB benutzbar. Warum habe ich eigentlich nicht 4 GB, sondern nur 3,7 GB? Oder 3,5 oder 3,2 oder sonst was? Weil es der I.O.-Space Platz braucht im Adressraum. Es geht leider nicht anders. Man kann noch ein bisschen rumtricksen, aber naja, die meisten Betriebssysteme klauen uns eben ein Stück vom RAM und das können wir einfach nicht benutzen. Na, wir benutzen es doch, aber eben für was anderes, um irgendwas auszugeben, um die Maus abzufragen, um die Tastatur abzufragen, um die bunten Lämpchen an der Tastatur anzumachen. Dafür brauchen wir diesen I.O.-Space. Und jetzt wird das Einlesen der Taste, die Sie gerade gedrückt haben, der Mausposition, das wird jetzt zum Ladevariable und das Ausgeben von einem Pixel auf dem Bildschirm, das wird zum Speichervariable an die richtige Stelle, da eben oben in unserem I.O.-Space. Also Grafik, Computergrafik bedeutet, dass wir an die richtige Stelle in unserem Adressraum, also mit der richtigen Adresse hier, in Speicher von der Grafik schreiben, zum Beispiel. Und wenn wir den Wert 255, also 0255 00, an die richtige Speicheradresse schreiben, dann geht irgendwo ein rotes Pixel auf unserem Bildschirm an. RGB, ne? Voller Wert für Rot, 0 für Grün, 0 für Blau, dann sieht es rot aus. Natürlich, oder na, was heißt natürlich, die Geräte sind noch langsamer als der Speicher. So eine Tastatur auslesen dauert eben ein bisschen, Mikrosekunden, aber immerhin noch viel länger als Speicher. Und deshalb, wegen diesen variablen Geschwindigkeiten, machen wir so ein Handshake. Bei unserem Speicher wussten wir, nach 3 Takten ist er fertig. Bei der ALU wussten wir, nach einem Takt Wartezeit ist das Ding fertig. Beim Speicher, beim I.O., bei den Ausgabegeräten wissen wir es nicht so genau. Der Speicher von der Grafikkarte ist vielleicht nach 4 oder 5 Wartetakten fertig. Die Maus
die braucht viel länger, die braucht 100 Wartetakte, bis wir sie lesen können, zum Beispiel. Das wissen wir nicht genau. Und die Ein-Ausgabegeräte sind auch alle unterschiedlich, deshalb brauchen wir da so einen Handshake-Mechanismus. Wir schreiben also ins Speicheradressregister eine Adresse und die hat vorne dran dieses C. Hier ist egal, was da steht, hier hinten sind 24-Bit-Adresse, hier kommen noch 2 Bit, die sind uns jetzt egal, aber wenn die beiden vordersten Bits, ich könnte es auch noch anders schreiben, hier mit 2 Einsen, wenn die beiden vordersten Bits hier 30 und 31, wenn die auf 1,1 stehen, dann ist ein Ausgabeprozess. Wenn die auf irgendwas anderem stehen, also 00, 01 oder 10, dann ist noch der Speicher gemeint. Wir können also hier in unserer MIMA, so wie sie ist, einen Teil als Speicher benutzen und den Adressraum minus 2 Bit vorne dran als Speicher benutzen und den Rest als Ein-Ausgabe-Bereich. Und jetzt kommt das Transferbit zum Tragen. Wenn wir das Transferbit auf 1 setzen, das machen wir, wenn dieses Speicheradressregister hier vorne das C hat und dann irgendeine Bitkombination, dann wartet der Rest von der MIMA, es werden keine Instruktionen mehr ausgeführt. Und die Geräte arbeiten hier draußen. Ins Speicherinhaltsregister wird was reingeschrieben, zum Beispiel die Tastenkombination von der Tastatur oder hier in den Grafikspeicher wird das Speicherinhaltsregister eingetragen. Und wenn das komplett erledigt ist, dann setzt die Peripherie dieses Transferbit zurück und das Steuerwerk macht weiter, wenn das Transferbit auf 0 steht. So ist unsere MIMA konstruiert. So könnten wir übrigens auch den Speicher betreiben, wenn wir wirklich wollten. Wenn wir also unsere MIMA umbauen wollen, sodass der Speicher selber meldet, wann er fertig ist, könnte man machen, so einen asynchronen Speicher. Die Geräte, die müssen natürlich ständig diese Adressen hier beobachten, die Geräteadresse, und selber auswerten, wer denn gemeint ist. So ähnlich wie beim Ethernet. Da sind viele Computer stehen da, und alle schauen sich bei jedem Frame, der herumschwirrt, an, ob sie denn gemeint sind oder jemand anders. Und wenn sie gemeint sind, wenn also ihre Adresse anliegt, dann machen sie was und sonst nicht. Ja, hier ist es auch so. Die beobachten alle dieses Speicheradressregister. Und wenn hier hinten ihre Kombination kommt, dann agieren sie und sonst nicht. Also Speicher ist Memory Mapped und wenn wir das hier in unsere Memory Architektur einarbeiten, brauchen wir also hier im Speicheradressregister, das wird verglichen, das Speicheradressregister, hier fehlt noch ein Pfeil, verglichen mit diesem Wert C vorne, ob die beiden vordersten Bits davon gesetzt sind, auf 1 gesetzt sind und wenn ja, dann sagen wir, ja, jetzt ist I.O. angesagt auf diesem Bus, setzen wir also ein Bit hier auf den Bus und das Transferbit wird auf 0 gesetzt, das Transferbit wird auf 1 gesetzt, der Bus, die Geräte hier arbeiten, schicken diese Bestätigungsleitung zurück, indem sie das hier irgendwann wieder auf 0 setzen, das Transferbit geht auf 0 und das Speicherinhaltsregister kann gelesen werden. So kann man mit einfachen Mitteln unsere Memory-Architektur, die wir bisher hatten, umbauen auf so eine auf Memory-Mapped I.O., also Peripherie im Speicher, im Adressraum. Im Adressraum. So, jetzt habe ich hier noch kurz, wie die Steuersignale erzeugt werden, habe ich Ihnen in den Grundlagen der Informatik auch schon mal erzählt, wenn ich mich recht erinnere. Der Opcode, der steht in den vordersten Bits des Instruktionsregisters. Dann haben wir noch 4 oder 8 Bit.
Dann haben wir noch das Vorzeichen Bit im Akkumulator, also das vorderste Bit, ob es eine 1 oder eine 0 ist. Und dann haben wir noch so einen Zykluszähler von 1 bis 12 hier in unserer MIMA. Was wir auch noch brauchen, sind diese beiden RAN- und Transferregister. Zählen wir mal zusammen, 8 Bit hier, das Vorzeichen Bit das da macht 9. Der Zykluszähler, ja, damit wir von 1 bis 12 zählen können, brauchen wir 4 Bit. Von 0 bis 15 zählen eigentlich. Und dann haben wir noch die beiden. Das hier sind also 9, 13, 15 Eingangsleitungen in unsere Logik, die uns das richtige Steuerwort produziert. Die Steuerworte, die müssen wie viele Bits haben? Ausgangssignale für all das da. Schön rechteckige Impulse natürlich. Und die gehen an den Takteingang für den Flipflop. Oder an diesen Tri-State-Ausgang, an das Enable von dem Tri-State-Ausgang, von dem Bustreiber. Zählen wir zusammen, das Run-Bit ist 1, das Transfer-Bit ist 1, die ALU braucht 3 statische Pegel, 3 Pegel können Zahlen von 0 bis 7 darstellen, also 7 Funktionen unserer ALU addieren, NOT, RA, AND, OR, XOR, 8 Funktionen haben wir, XOR, das Schlafen zählt extra, ne? Und COMPARE, also so 7 Stück, das und 0 heißt gar nichts machen, obwohl wir natürlich auch irgendwas machen lassen könnten, ist ja egal, solange wir das Ergebnis nicht abholen. Also 3 statische Pegel, dann braucht der Speicher noch 2 Leitungen, lesen, schreiben, jeweils ein Bit. Und diese Input-Enables für die Register, da müssen wir also das X-Register muss lesen können vom Bus, das Y-Register, der Akku, diese müssen hier alle lesen und schreiben können. Also der braucht einen Eingang, der braucht einen Eingang, der und der. Das sind jetzt 7 Bits und die Output-Enables 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann zählen wir zusammen, 1, noch 1, 3, 2, sind 20 Stück. Und jetzt kommt noch ein Trick, als ich den zum ersten Mal gehört habe, ist mir leider auch nicht eingefallen. Als ich den zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, klar, super einfach, prima, so funktioniert es. Wir können diese 15 Leitungen als Adressen betrachten. Als Adressen in Speicher. Entweder hier so ein Schaltwerk machen oder als Adressen im Speicher betrachten, als ROM. Dann haben wir hier 2 hoch 15 sind also 32.000 solche Speicherwörter, 32.768, und in jedem stehen 20 Bit lange Wörter drin. Also, Opcode hier plus die weiteren Bits geben Adressen und der Zähler, der zählt natürlich dann so durch, geben Adressen in diesem ROM und jedes Mal, wenn wir dem eine Adresse geben, kommen 20 Bit Steuerwort raus. Jetzt muss man bloß noch diese 32.768 Wörter irgendwie zusammen kombinieren aus den Steuerwörtern, die wir hatten, die wir brauchen, und schon ist der Computer fertig. Das finde ich eigentlich ziemlich genial. Man kann es vielleicht irgendwie schneller machen und so, aber jetzt wird unsere Maschine, oder sagen, nee, nicht schneller, kompakter machen, aber jetzt wird unsere Maschine immerhin schon laufen. Das ist ja schon was. Jetzt komme ich zu einem Kapitelchen, das Hardware-Software-Interface, das wir bisher noch nicht diskutiert haben in den Grundlagen der Informatik. Das ist also jetzt keine Wiederholung. Ich habe eben darüber gesprochen, an dieser Stelle, dass die Ein-Ausgabegeräte irgendwo im Speicher liegen. An diesem Bus angeschlossen, hier an dem da, an dem Ein-Ausgabebus angeschlossen. Wir haben also hier unten so einen Bus. Und auf dem Bus, da liegen irgendwann mal in einer von den Busphasen
Adressen an und später Daten. Daten, die wir hier in unserer Hardware erzeugen, da müssen wir den Bus hier treiben, oder wir müssen vom Bus lesen, wenn wir die Daten nehmen wollen und irgendwie ausgeben wollen. Sagen wir mal, wir haben eine Soundkarte, da kommt ein Byte und das wollen wir abspielen. Oder wir haben eine Ethernet-Karte und das ist jetzt Teil von einem Frame, ein Byte von einem Frame, der da ankommt. Erst die Adresse, dann die Daten. Was steht denn in dieser Adresse drin? Nun, in dieser Adresse hier steht erstens drin, welche von den Karten gemeint ist, von den, oder von der Peripherie gemeint ist, die Ethernet-Hardware oder die Grafik oder die Tastatur oder die Maus und so weiter. Aber das entscheidet jede Peripherie für sich. Ich habe ja schon gesagt, das ist ein Bus, alle hängen dran, alle hören zu. Wenn der hier sagt, jetzt ist I.O. angesagt, also wenn ein bestimmtes Bit gesetzt ist, dann schauen alle hier drin, die hier sind, fleißig diese Adresse an und entscheiden, ob sie gemeint sind oder nicht. Ein Teil von der Adresse sagt, dass dieses Stück Hardware gemeint ist. Ein anderer Teil sagt, welche von den Teilen hier drin gemeint sind, ob die Funktion 1 oder die Funktion 2 oder die Funktion 3 gemeint ist. Wenn die Karte erkennt, der Adapter erkennt, dass hier an der Adresse, dass sie gemeint ist, dann wird die Adresse zuerst mal hier in diesen Puffer übernommen und diese State Machine denkt nach, eine Schaltung, die denkt nicht lange nach, die entscheidet, welche von diesen Funktionseinheiten denn jetzt die Daten, die gleich danach kommen werden nach der Adresse, beziehungsweise die hier im Speicherinhaltsregister, der ja auf diesem I.O.-Bus anliegt, drinstehen, wer sich darum kümmern soll. Also hier, es gibt I.O.-Busse, da stehen Adresse und Daten parallel. Bei manchen kommt das sequenziell, erst die Adresse, dann die Daten. Aber das kann man, da kann man beides bauen. Es ist natürlich sparsamer, wenn man erst Adresse und dann die Daten schickt. Und es ist ja auch so, dass die ja erst sich überlegen müssen, wer gemeint ist, und dann erst die Daten brauchen. Es macht also nichts, wenn es sequenziell ist. Man braucht in diesem Bus-Interface noch so ein paar Steuerleitungen. Ist denn ein Read gemeint oder ein Write gemeint? Genauso wie in unserer MIMA drin, wir dem Speicher sagen, es wird gelesen und es wird geschrieben. Das wollen die hier auch wissen. Und dann gibt es so Busphasen. Zum Beispiel sagt man, so jetzt ist die Adresse, kommt da die Adresse. Und dann sagt man, so jetzt kommen die Daten. Das wären dann zwei Busphasen. Denn Handshake braucht man erstens, um zu sagen, dass einer von den Peripheriegeräten sagt, yo, ich habe verstanden, ich bin gemeint, ich kümmere mich drum. Und zweitens sagt, ich habe den I.O. abgeschlossen. Dieses I.O. abgeschlossen ist natürlich wichtig, damit die Maschine irgendwann mal weitergeht, damit das Transferbit hier wieder auf 0 gesetzt wird. Das stand ja jetzt gerade auf 1 und der Prozessor hat nichts gemacht. Ja, dann brauchen wir hier drin Puffer, weil das ein bisschen asynchron sein muss. Die Adresse und die Daten, die kommen hier ganz schnell hintereinander. Unsere Peripherie ist vielleicht langsamer und deshalb muss ich erstmal die Adresse nehmen und die Daten nehmen und hier zwischenspeichern und dann irgendwann reagieren. Das ist gerne hier drin registerbasiert, also diese Daten, zum Beispiel die 8-Bit, die kommen dann in irgendeins von diesen Registerchen hinein und bleiben da, werden da aufgehoben und entsprechend bearbeitet, zum Beispiel hier von irgendwelchen Transistoren, die einen Lautsprecher ansteuern oder sonst was. Zur Identifizierung. Na, das ist auch noch so ein Kapitelchen, was ein bisschen Arbeit macht. Wenn Sie in den Bus von Ihrem Computer irgendwo in einen von den 3 Slots, die es da gibt, eine Soundkarte reinstecken, dann muss ja das Betriebssystem beim nächsten Mal hochfahren
sehen, dass der als eine Soundkarte installiert ist. Und das macht's, indem sie hier auf dem Bus alle mal alle Adressen durchgeht und fragt, ist da jemand? Und wenn da jemand ist, dann kann man dieses ROM auslesen, irgendwelche Identifikationsdaten lesen, sodass man den richtigen Treiber im Betriebssystem finden kann, aus dem Internet runterladen kann, den Benutzer fragen kann, steckt mal eine CD rein, auf der der passende Treiber ist, das ist Ihnen vielleicht auch schon passiert, oder wenn Sie eine neue Maus in Ihren PC einstecken, dann sagt das Windows auch irgendwie Dingeldongel, neue Hardware gefunden, und dann sagt Dingeldongel, das ist ein User Interface Device, und dann klingelt es nochmal eine Sekunde später und sagt, Ihre Maus ist jetzt bereit, um benutzt zu werden. Das macht man, indem man hier dieses ROM ausliest, und da steht dann eben drin, ich bin eine Soundkarte oder ich bin ein neues Human Interface Device oder so. Identifizierung muss auch erledigt werden. Ja, so ein Bus, wir haben ja schon öfters mal darüber gesprochen, stecken mehrere Interfaces dran, die beobachten all die Adressen. Wenn das Address Strobe kommt, dann wissen Sie, jetzt schaue ich auf den Bus und werte die Adresse aus. Wenn das Data Strobe kommt, das ist wieder eine andere Leitung auf dem Bus, dann wissen Sie, ich bin gemeint, meine Adresse kam ja eben, jetzt muss ich die Daten nehmen, das nehmen, was auf dem Bus liegt, das sind jetzt Daten für mich. Und naja, da wird dann eben so ein Select-Signal benutzt. Entweder ein Select-Signal oder die Adresse benutzt oder beides zusammen. Auf dem Bus liegt auch ein Takt an, damit die Geräte, die da draußen sind, die Interface-Karten, auf dem Takt arbeiten können, die der PC vorgibt. Natürlich müssen die schnell genug sein, wenn sie zu langsam sind, klappt es auch nicht. Hier drin, da stecken auch solche Puffer. Ich habe es schon eben erzählt, die entkoppeln den Bustakt und das, was auf dem Adapter ist. So ein Adapter ist typischerweise auch ein kleiner Prozessor, der das interpretiert, was da auf der Adressleitung, auf den Busleitungen kommt und dann die entsprechenden Dinge tut. Man kann das als Prozessor interpretieren, implementieren, und es wird auch gerne gemacht. Und selbstverständlich können diese Puffer auch den Bus treiben. Die State Machine da drin, die ich ja auch hier schon hatte, die ist dafür zuständig, sich zu überlegen, ist es meine Adresse? Bin ich gemeint? Also sie beobachtet die Bitkombination der Adressen und erzeugt dann intern etwas, das man Chip Select nennt. Damit werden dann diese Dinge hier angesteuert, diese Funktionen hier angesteuert mit diesem Chip Select. Den Chip Select, den kann man dann wieder in eine Funktionseinheit reinstecken und sagen, jetzt mach bitte was. Damit kann man auch Puffer antreiben, genauso wie wir das bei den Flipflops gemacht haben, mit der Taktleitung. Dieser Chip Select, aus der Adresse wird das abgeleitet. Falls die Adresse, die hier anliegt, um 24 Bit nach oben geschoben, nach rechts geschoben, nach unten geschoben, FC ist, dann sind wir zum Beispiel gemeint. Dann ist unsere Karte gemeint. Und hier habe ich ja so ein Stück ja, Quasi-Programm, wie man sowas macht. Es gibt programmierbare Logikchips. Diese programmierbaren Logikchips, da stecken viele logische Funktionen drin, uns, oder so und solche Sachen. Zunächst mal hat so ein Chip, in dem ja, so eine Menge von und oder Gattern drin sind. Man nennt das manchmal auch Sea of Gates, also ein Meer von Gattern. Da können viele tausend drin sein. Was in so einem Chip drin ist, ist erstens eine Verkabelung, so eine Art Bus,
Und dann eben die vielen Gatter, die uns und Oders oder Nans und Noes. Und ja, diese Gatter, die sind zunächst mal überhaupt nicht verkabelt mit den Eingangsleitungen oder voll verkabelt, das kann man sich aussuchen. Wenn alle mit allem verkabelt sind, dann ist es natürlich auch Mist. Oder wenn keiner verkabelt ist, man muss entweder Verbindungen herstellen oder man muss Verbindungen löschen. Das ist der Programmierprozess. Wenn alle verkabelt sind, dann löscht man eine ganze Menge Verbindungen und dann sind nur noch die Verbindungen da von den Logikfunktionen, die man haben will, sodass die Gatter auf die Eingänge reagieren und die Ausgänge von den Gattern mit den Ausgängen von dem Chip verbunden werden. Also diese Verkabelungsfunktion, die programmiert man eigentlich. In der Hardware sieht das so aus, dass all diese Verbindungen durch sowas wie Speicher repräsentiert sind. Wenn das Bit gesetzt ist, dann existiert die Verbindung. Wenn das entsprechende Bit nicht gesetzt ist, ist die Verbindung getrennt von so einem Eingangsgatter zu einem Eingang vom Chip. Auf diese Weise kann man die Dinger programmieren, indem man diese Verbindungen macht. Diese programmierbaren Logikchips, da gibt es heute ganz welche mit zig Millionen Gattern drauf. Es gibt auch immer noch welche mit wenigen Gattern, die mit den zig Millionen Gattern sind einfach auch teurer. Das hier sind ganz einfache, die ich hier nur so als Beispiel hingeschrieben habe. Die kann man auch noch problemlos verstehen, wenn man sich es kurz anschaut. Also die haben Eingabepins und Ausgabepins. Manche haben auch noch Flipflops zum Speichern drin. Und für solche Sachen gibt es so Entwicklungssysteme. Ich habe auch mal eins benutzt, dieses da. Und in diesem Entwicklungssystem, da schreibt man so eine Art Konfigurationsdatei. Ich habe hier kommen erstmal die Eingaben. Ich nenne also den Pin 1 A24, den Pin 2 A25, den Pin 8 A31. A für Adresse übrigens. Das sind die Adresspins hier, von 24 bis 31, die höchsten 8 von der Adresse. Das, was auf dem Bus anliegt, als höchsten 8-Bit. Und hier sage ich diesem Able also, der Eingang hier, den nenne ich jetzt A24, den Eingang nenne ich A29. Jetzt kann ich dann diese Pins 1 bis 8 so mit irgendwelchen Drähten mit dem Bus verbinden. Und dann, jetzt kommt die Logik, der Ausgang hier, den nenne ich MyChip und das soll Pin 13 sein. Der wird also weiter verkabelt. Der Pin 13. Natürlich muss ich auch noch ein bisschen Stromversorgung an den Chip daran führen und diese Dinge auf irgendwelchen anderen Pins, aber da kümmern wir uns jetzt nicht drum. So, und jetzt sage ich, MyChip, also der Ausgang hier, der Pin 13, der soll gesetzt sein, wenn es A24 nicht gesetzt ist und es A25 nicht gesetzt ist und das A26 auf 1 steht, das A27 auf 1 steht, das A28 auf 1 steht, das A29, A30 und A31, wenn die hier hinten alle auf 1 sind und wenn das hier auf 0 ist und das hier auf 0 ist, dann soll das bitte gesetzt werden. Ich schaue also raus, ob die Adresse hier FC ist. 24 steht auf 0, 25 steht auf 0 und dann kommen lauter 1. Wenn die Adresse FC ist, dann möchte ich dieses Ausgabesignal generieren. Jetzt kann dieses Entwicklungssystem, das erstellt so eine Art Bitmap. Und diese Bitmap wird mit einem speziellen Programmiergerät hier in so einen programmierbaren Logikchip reingeschrieben, permanent reingeschrieben, eventuell löschbar, aber auf jeden Fall erstmal dauerhaft. Dann nehme ich das aus dem Programmiersystem raus, stecke es in meine Schaltung rein. Da sind dann eben diese Pins auf den Bus verkabelt und das hier ist irgendwie weiter verkabelt in den Rest meiner Hardware hier. Was ich hier mit diesem Chip mache, ist diese State Machine dann. Und ich habe die Adressauswertung. Das
Jetzt muss man noch ein bisschen mehr machen in diesen Logikchips. Aber im Wesentlichen sollte klar sein, wie man so eine Adressauswertung, wie man so programmierbare Hardware zur Adressauswertung benutzt. Und jetzt müssen wir noch über dieses Timing-Diagramm kurz sprechen. Das habe ich aus der Dokumentation von einem älteren Intel-Prozessor. Da ist es noch halbwegs einfach zu verstehen. Deshalb habe ich es daher genommen und nicht aus den allerneuesten. Bei den allerneuesten ist es einfach ein bisschen komplizierter. Auf so einem Bus, das ist der Bus, der Prozessorbus von so einem 486er. Also wenn Sie den Chip anschauen, umdrehen, dann sind ja hinten all diese vielen kleinen Pins. Und ein Teil davon ist eben der Prozessorbus, ein anderer Teil ist einfach Stromversorgung für den Chip. Ein Teil von diesen Pins, ein paar hundert typischerweise, ist so ein Bus. Und da gibt es einen Pin für den Takt. Und die Peripherie an dem Bus, die muss auf diesen Takt laufen. Der Prozessor gibt den Takt vor. Und jetzt gibt es noch ein paar weitere Pins hier. Da gibt es zum Beispiel die Datenpins. Und wenn es ein 32-Bit-Prozessor ist, müssen es 32-Bit davon sein. Nein, eigentlich müssen es 64-Bits sein, ne? Jeweils Plus und Minus. Also, naja, man könnte auch ein gemeinsames Minus nehmen, aber meistens sind da tatsächlich viele Minus da vorhanden. Also wir haben hier mindestens 32 Datenpins plus eine Referenzmasse. Hier haben wir auch Adresspins. Nur 30 Stück, das 0 und das 1 wird nicht rausgeführt, weil wir immer mit ganzen Worten arbeiten. Da kann man nochmal zwei Pins sparen, aber nicht bytweise arbeitet, sondern mit ganzen Worten arbeitet. So, jetzt haben wir also hier, liegt der Takt an, und hier, das hier ist das Address Strobe. Address Strobe ist auf 1, das Gartenzaun hinten dran heißt, das ist ein invertiertes Signal. Wenn das auf 1 liegt, wissen alle, die an dem Bus sind, es liegt keine gültige Adresse an. Wenn das auf 0 geht, das passiert hier an dieser Flanke, und der Prozessor legt hier die Adresse an den Bus, dann wissen alle, in dieser Zeit liegt eine gültige Adresse auf dem Bus. Und alle können diese Adresse angucken und so wie wir es eben diskutiert haben, interpretieren und beschließen, das bin ich oder ich bin es nicht. Hoffentlich ist einer da, der reagiert. Und außerdem haben wir hier noch das Read-Write-Signal invertiert. Read-Write bedeutet, wenn das auf 1 ist, soll geschrieben werden, wenn es auf 0 ist, soll gelesen werden, deshalb steht an dem R der Gartenzaun dran und an dem W nicht. Also, hier sehen wir, die Adresse, die hier gegeben worden ist, diese Hardware soll bitte lesen. Oder entsprechend schreiben. Hier möchten wir also von dem Gerät lesen, dessen Adresse wir hier angeben. Und dann gibt es diesen Ready-Pin, der floatet. Deshalb habe ich den in die Mitte gezeichnet. Der Prozessor zieht den nicht. Die Peripherie, die hier adressiert ist, die denkt sich zu diesem Zeitpunkt, nein, lieber Prozessor, ich habe noch keine Daten für dich. Ich muss noch weiter arbeiten. Deshalb zieht sie das auf 1, der hier das Hash-Symbol hinten dran bedeutet, wir sind noch nicht startklar. Jetzt arbeitet die und im nächsten Zyklus hat die Peripherie die Daten bereitgelegt und sie kann den Datenbus treiben, der floatet auch. Sie kann den Datenbus treiben und deshalb setzt sie hier das Ready auf 0. Der Prozessor weiß, aha, da liegen Daten an, ich kann die Daten lesen und hier ist der Lesezyklus vorbei. Wenn die Peripherie ein bisschen schneller gewesen wäre, hätte sie schon hier gesagt, Ready, wir hätten schon hier die Daten,
der Buszyklus wäre schon zu Ende gewesen. War es halt jetzt noch nicht. So, jetzt kommt die nächste Transaktion. Nachdem das hier zu Ende ist, weiß der Prozessor, ich kann die Peripherie wieder benutzen. Also, wir setzen das Add-to-Strobe wieder auf, jetzt liegt eine gültige Adresse an. Wir treiben Adressen. Wir sagen, es soll jetzt geschrieben werden. Deshalb sieht das W auf 1 in die Peripherie rein geschrieben werden. Der Prozessor treibt jetzt den Datenbus, weil er ja was zu schreiben hat. Also muss er in den Bus hineinschreiben. Er selber muss den Bus treiben, der Prozessor. Und wenn die Peripherie, die hier adressiert wurde, die Daten übernommen hat, die da von der CPU kommen, setzt es das Ready auf 0, weil das invertierte Logik ist, weil es jetzt der Prozessor, die Peripherie hat die Daten gelesen, ich kann die Daten wieder wegnehmen und hier hinten kann es dann weitergehen mit dem nächsten Buszyklus. Was wir hier sehen, ist, hier gibt es ein Wait State, hier nicht, hier ist die Peripherie schnell genug, hier muss die Peripherie noch ein bisschen arbeiten. Wir können natürlich auch ein Stück Peripherie haben, das hier 10 solche Wait States generiert. Dem Prozessor ist es wurscht, der wartet. Ihnen ist es vielleicht nicht egal, Sie ärgern sich, weil Sie warten müssen beim Davorsitzen. Beziehungsweise, naja, wenn die Festplatte so langsam ist, dass sie ständig hier 500 Wait States generiert, dann sind Sie vielleicht traurig und kaufen sich eine schnellere. Hier findet der Handshake statt. Das Gerät sagt, die CPU sagt, hallo da draußen, fühlt sich jemand angesprochen? Ich möchte was lesen. Und der sich angesprochen fühlt, sagt dann, nicht so schnell, ich kann auch nicht. Okay, jetzt habe ich es endlich geschafft. Das ist der Handshake von hier nach hier. Und Sie sehen, kaum sagt er, dass er es geschafft hat, macht auch die CPU weiter. In diesen Busübergangs- oder Bus-Timing-Diagrammen sehen wir also immer so einen Bezugstakt, irgendwelche Pins, die rauf und runter gehen. Das hier heißt, dass es der in irgendeiner Kombination ist. Dieses hier runter und hier rauf bedeutet, er wird umgeschaltet. Die Bits werden umgeschaltet. Und hier heißt es auch, die werden irgendwie umgeschaltet, ein Teil nach oben, ein Teil nach unten. Wenn das so in der Mitte liegt, bedeutet das, floatet und irgendjemand betreibt das. Wenn das oben oder unten ist, so wie hier, bei den ersten vier, heißt das, der Chef, also in unserem Fall die CPU, treibt das, treibt die Signale auf den Bus. Fragen hierzu? Machen wir weiter. Hier noch ja, so ein bisschen zur Zusammenfassung, wie das dann auf der Karte weitergeht. Wir haben also hier irgendeine Select-Logik, die schaut sich die niedrigen Adresspins zum Beispiel an oder die niedrigeren Adresspins, je nachdem wie viele rausgeführt sind und entscheidet, welches Register denn hier gemeint ist. Da kommen also die Daten an auf dem Bus, die werden gepuffert. Am Ausgang vom Puffer liegt die Bitkombination von den Daten an, geht zu allen von diesen Registerchens hier hin. Und wenn sich die Select-Logik überlegt hat, ob gelesen oder geschrieben werden soll, das Chip-Select wird auch generiert, also wir müssen was tun, dann gibt es hier diese beiden Bits, die entscheiden, das Register oder das oder das oder das Register soll was tun. Die Daten, die also hier in den Puffer eingelesen worden sind, die werden dann hierhin verteilt, wenn es ein Write ist und wenn es ein Read ist, dann werden die Daten von da oder von da oder von da oder von da gelesen, in den Puffer reingeschrieben, sodass sie auf den Bus übertragen werden können. So sieht es dann im Adapter drin aus. Die Kommandos, die in diese, es gibt ein paar Register, die bekommen Daten und andere bekommen Kommandos. Das einfachste Register, was wir uns vorstellen können, ist, wir haben hier 8 Bit, jedes von den Bits ist auf eine LED geschaltet.
jeder Ausgang, Registerausgang ist auf eine LED geschaltet. Und wenn wir jetzt da drin in dieses Register 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 reinschreiben, dann ist die erste LED an, die zweite aus, die dritte an. Die wir könnten uns das auch überlegen, dass das hier zu irgendeinem als Zahl interpretiert wird von 0 bis 255 oder sagen wir mal von 100 minus 128 bis plus 127 und das steht dann, geht dann in den digital nach analog Konverter und geht auf den Lautsprecher raus. Dann müssen wir über diesen Puffer in der, im richtigen Takt die Bytes schreiben, die da auf unserem Lautsprecher über den digital analog Konverter auf unserem Lautsprecher ausgegeben werden sollen und schon können wir Musik machen. Oder eine Schwingung erzeugen mindestens. Einen Sinus. Ne? Da müssten wir einfach immer so Bytes entsprechend der Sinusfunktion ausgeben. Und dann würden wir es eben vom Lautsprecher pfeifen hören. Und so ein Piep, der da, dieser Piep, der abgespielt wird, wenn der Rechner hochfährt, der wird zum Beispiel so gemacht. Bei Kommandos, da schreiben wir hier irgendwelche Bitketten rein zum Lesen, dann kommen wir an Statusinformationen. Wir können ja auch hier 8 Schalter anbauen und je nachdem, wie wir diese 8 Schalter setzen, lesen wir hier dann eine Bitkombination aus und der Prozessor sieht eine Zahl, zum Beispiel 42 und dann weiß er, welche Schalter hier auf 0 und auf 1 stehen. Geschlossen, offen stehen. Wir können hier auch irgendwie noch eine Registerauswahl reinmachen, falls wir hier noch mehr Register dran haben und so weiter und so weiter. Wir können hier Motoren mit ansteuern. Das ist auch noch ganz witzig. Ne? Wenn man hier die richtige Bitkombination reinschreibt und das geht zu einem Digital-Analog-Konverter oder einfach nur zu einem Verstärker, das reicht auch, dann kann man mit Pulsbalkensteuerung einen Elektromotor ansteuern. Ich habe auf diese Weise mal spaßeshalber eine Modellbahn betrieben. Da braucht man hier hinten dran bloß einfach einen Verstärker und die richtige Bitkombination da reingeschrieben. Hier habe ich noch, Zeit ist schon richtig um, wie die Datenübergabe funktioniert. Also wir vereinbaren in unser Programm eine Adresse, Statusregister, Datenregister, die beiden hier, da müssen wir natürlich an diesen Adressen im Speicherbereich bei uns auch Peripherie haben. Und dann habe ich hier so ein Array mit einem Paket drin, 1500 Byte. Wir denken gleich dran, das wird wohl ein Ethernet-Paket sein. Und dann, solange da der Status, diese Statusvariable auf 4 steht, also die Bitkombination da drin, ein Bit gesetzt, die anderen alle 0, das zweite Bit, oder dritte Bit von rechts, je nachdem wie sie zählen, auf 0 und auf 1 und das hier kleiner als 1500 ist dieser Zähler, lesen wir hier ans Paket an der Stelle I das Chip Data Register ein. Und das stellen wir uns jetzt als Ethernet-Chip vor. Und schon haben wir hier einen Ethernet-Frame eingelesen. Jetzt muss man bloß hier an der richtigen Stelle auch noch die Hardware fürs Ethernet liegen. Aber das wäre jetzt hier ein einfaches Paket einlesen. So kommt also dann das Hardware-Software-Interface für unser Programm, für den Treiber, für den Ethernet-Treiber zusammen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal sprechen wir ein bisschen über Compiler, um uns dann Instruktionen zu widmen. Auf Wiedersehen. Das nächste Mal, Montagnachmittag. Auf Wiedersehen.